In Düsseldorf begrüße ich Professor Dieter Heusinger, den Leiter der Infektiologie der Uniklinik in Düsseldorf. Ich grüße Sie ganz herzlich. Guten Tag. Die Sorgen, die wir uns machen müssen, sind die groß oder eher klein Ihrer Meinung nach? Die Sorgen sind derzeit noch für uns in Deutschland und Europa noch klein. Aber man weiß natürlich nie, wie sich die Sache weiterentwickeln wird. Ja, wir wollen ja auch keine Panik schüren. Das ist auch unsere Aufgabe, auch Ihre Aufgabe. Wir wollen aber wissen, was ist das für ein Virus? Können Sie uns das erklären? Also das ist ein eigener, neuer Stamm der Coronaviren, der sich jetzt gezeigt hat, der sich eben durch schwere Lungenerkrankungen erkenntlich zeigt. Es ist etwas ähnlich wie SARS, vielleicht nicht ganz so schlimm bis zum jetzigen Zeitpunkt, aber kann durchaus auch tödlich enden, wie man es ja inzwischen gesehen hat. Ja, es gibt ja nun einige hundert Fälle schon und auch einige Todesfälle. Die Frage ist, wie kommt es dazu? Wie wird er übertragen und wie ist dann der Verlauf der Erkrankung? Also die Übertragung ist sicher noch nicht in allen Teilen geklärt, aber offensichtlich ist eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung möglich. Es waren ja Fischmärkte in Wuhan, auf denen die Übertragung stattfand. Wie es jetzt im Detail war, ist natürlich für uns hier wenig nachzuvollziehen. Fische selbst sind eigentlich keine Überträger des Coronavirus. Also wenn Sie sagen von Mensch zu Mensch, das heißt die berühmte Tröpfcheninfektion? Ja, mit der muss man rechnen, ja. Okay, also das heißt, wir könnten damit in Kontakt kommen, wenn Menschen aus Asien, aus China zum Beispiel hierher kommen. Gibt es dafür hier schon Vorbereitungen? Gibt es dafür Notfallpläne, die aus der Schublade gezogen werden, etwa für Kliniken, für Hausärzte und dergleichen? Nun, es gibt natürlich Empfehlungen, die bereits vom Robert-Koch-Institut verteilt worden sind, die auch an die Hausärzte etc. gehen. Es gibt auch Notfallpläne für lebensbedrohliche Erkrankungen seit Jahren in den Schubladen. Wir haben ja Erfahrungen bereits mit den Influenza-Formen oder eben mit SARS oder mit MERS. Da waren wir ja auch schon vorbereitet und ähnlich wird sich das auch hier verhalten. Und dann geht es ja natürlich auch um die Erkennung. Ab wann weiß man denn, dass es sich darum handelt? Also man muss davon ausgehen, dass man die sogenannten Verdachtsfalldefinitionen erfüllt. Das heißt, die Kontakte oder die Reise in China dürfte nicht länger als 14 Tage zurückliegen, weil das die Inkubationszeit. Der Patient sollte eine Lungenentzündung haben und aus dieser Gegend innerhalb der letzten 14 Tage zurückgereist sein. Oder er hat leichtere, einfache Atemwegsprobleme, aber er hatte unmittelbaren Kontakt mit Erkrankten. Das wären so die beiden Situationen, wo wir den Verdacht haben müssen. Und dann muss entsprechende Diagnostik gemacht werden. Man kann es mittels PCR-Techniken aus Nasen-, Rachenspülwasser und so weiter überprüfen. Leider kann der Test auf dieses spezielle Coronavirus zum jetzigen Zeitpunkt nur in Berlin durchgeführt werden beim Robert-Koch-Institut. Aber es ist ein Test, der sicherlich nächste Woche auch hier in Düsseldorf verfügbar sein wird. Das heißt, halten wir noch mal fest, bei einer Lungenentzündung, die sich zeigt, also nicht bei dem Schnupfen, den man eventuell hat. Ja. Lungenentzündung und Einreise oder Aufenthalt in den letzten 14 Tagen in diesem Endemiegebiet, also Wuhan und Umgebung. Nun ist ja noch nicht so ganz klar, bei solchen Patienten, ja? Ja, erzählen Sie ruhig weiter, bitte, gerne. Solange der Test jetzt nicht einfach zu klären ist, muss man natürlich denken, was häufig ist, ist häufig. Und es muss nicht jede Lungenentzündung, jeder Infekt, der jetzt aus China mitgebracht wird, diese neue Variante des Coronavirus darstellen, sondern es gibt eine ganze Reihe weiterer Viren, die eben Infekte der oberen Luftwege machen können. Wir hatten im Übrigen gestern so einen Fall, wo jemand aus Wuhan kam und entsprechende Symptome für einen respiratorischen Infekt hatte. Den haben wir dann ganz schnell getestet mit unseren Möglichkeiten und eben festgestellt, es handelt sich um eine Influenza B. Und damit war die Sache natürlich auch schon erledigt. Und wir freuen uns natürlich zu wissen, dass es dann keinen ersten Fall in Deutschland gibt. Ganz kurz noch zum Schluss, bitte kurze Antwort. Was rechnen Sie, wird die WHO tun, einen internationalen Gesundheitsnotstand ausrufen oder nicht? Sie tut es vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, aber sie ist sicherlich sehr wach und alert. In China gibt es ja jetzt dieses Neujahrsfest, wo ja alle Leute fürchten,
dass unter Umständen hier die Verbreitung der Infektion kräftig zunehmen wird. Professor Dieter Heusinger, Leiter der Infektiologie aus der Uniklinik Düsseldorf. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Informationen. Ja, gerne.